Am Mittwoch greift mit Borussia Dortmund der erste Bundesligist in das Champions League-Achtelfinale. Bei Tottenham Hotspur steht der ersatzgeschwächte BVB vor einer schweren Aufgabe. Im zweiten Spiel des Abends will Ajax Amsterdam Titelverteidiger Real Madrid ärgern. In der Nacht kassierten LeBron James und seine Lakers die nächste Niederlage. Auf Sport1 wird ab 20:15 Uhr im Fan-Talk wieder ausführlich über die Spiele des Abends diskutiert. Zuvor gibt es das Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga der Frauen live zu sehen. Sport1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Meistgelesene Artikel morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert. Champions League Tuchel-Triumph in Old Trafford, selbsternannte Titelanwärter Paris Saint-Germain mit seinem deutschen Trainer Thomas Tuchel hat in der Champions League große Schritte in Richtung Viertelfinale gemacht. PSG gewann das Achtelfinal-Hinspiel mit den deutschen Nationalspielern Julian Draxler und Thilo Kehrer in der Anfangsformation beim englischen Rekordmeister Manchester United trotz des Ausfalls seines verletzten Superstars Neymar. Zum Bericht: Champions League. Roma darf auf Viertelfinale hoffen. Vorjahreshalbfinalist AS Rom darf in der Champions League auf den erneuten Einzug ins Viertelfinale hoffen. Die Italiener gewannen das Achtelfinal-Hinspiel gegen den früheren Titelgewinner FC Porto und verschafften sich damit einen kleinen Vorteil für das Rückspiel. Zum Bericht: Fußball. Profifußball mit neuem Umsatzrekord. Der deutsche Profifußball hat in der Saison 2017/18 zum 14. Mal in Folge einen Umsatzrekord erzielt. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf den Wirtschaftsreport 2019 der deutschen Fußballliga berichtet, stieg der Umsatz aller 36 Profiklubs in Bundesliga und 2. Liga in der vergangenen Spielzeit auf 4,42 Milliarden Euro. Zum Bericht: Europa League. Fenerbahce legt gegen Zenit vor. Der 19-malige türkische Fußballmeister Fenerbahce Istanbul hat in der Europa League den ersten Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Fener setzte sich im vorgezogenen Hinspiel des 16-Finals gegen den russischen Topclub Zenit St. Petersburg durch. Zum Bericht: Skispringen. Freund endgültig aus dem WM-Rennen. Für Skispringer Severin Freund ist auch die letzte Chance auf eine WM-Teilnahme geplatzt. Der Weltmeister von 2015 steht nicht im Aufgebot von Bundestrainer Werner Schuster für den Heimweltcup in Willingen am kommenden Wochenende. Schuster wird nach den Wettkämpfen in Hessen das deutsche Team für die Titelkämpfe in Seefeld nominieren. Zum Bericht: NBA. LeBrons Lakers verlieren erneut. Die Los Angeles Lakers um LeBron James kassieren in der NBA ihre dritte Niederlage in Folge. Die Golden State Warriors schwimmen dagegen weiter auf der Erfolgswelle. Zum Bericht: NBA. Joel Embiid wütet bei 76-Niederlage gegen Schiedsrichterin. Der NBA siegen die Boston Celtics knapp gegen die Philadelphia 76ers. Deren Center Joel Embiid war nach dem Spiel sauer auf die Schiedsrichter. Zum Bericht: Rummenigge. CL muss ins Free. Die Live-Spiele der Champions League sind in Deutschland aktuell nur im Bezahlfernsehen zu sehen. Karl-Heinz Rummenigge spricht sich für eine Rückkehr ins Free-TV aus. Zum Bericht: Das passiert heute. Champions League. BVB mit Personalsorgen bei Tottenham Hotspur. Bundesliga Herbstmeister Borussia Dortmund geht mit großen Personalsorgen ins Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Tottenham Hotspur. Dem Team von Trainer Lucien Favre fehlen in Marco Reus, Paco Alcacer, Julian Weigel und Luka Spielcheck gleich 4 Stammkräfte.
Die Londoner gehen ohne ihre Topstars Harry Kane und Dele Alli in das Duell. Champions League Achtelfinale, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund ab 21 Uhr im Sport 1 Live-Ticker. Champions League Ajax empfängt Real Ajax Amsterdam um den früheren Schalke-Torjäger Klaas-Jan Huntelaar, 35, und den neuen Superstar Frenkie de Jong, 21, träumt von einem Achtelfinal-Coup gegen Titelverteidiger Real Madrid. Die Königlichen haben in den letzten Spielen jedoch aufsteigende Form bewiesen und sind für das schwere Spiel in den Niederlanden gewappnet. Champions League Achtelfinale Ajax Amsterdam, Real Madrid ab 21 Uhr im Sport 1 Live-Ticker. Handball, Flensburg vor richtungsweisendem Spiel nach der Niederlage beim ukrainischen Serienmeister HC Motor Saporoje steht die SG Flensburg Handewitt in der Champions League unter Druck. Verlieren die Norddeutschen, gerät der Einzug in die K.O.-Runde in Gefahr. Mit einem Sieg gegen den slowenischen Titelträger RK Celje kann die SG dagegen fürs Achtelfinale planen. Handball, Champions League, SG Flensburg Handewitt, RK Celje ab 19 Uhr im Sport 1 Live-Ticker. Das müssen Sie sehen. Volleyball, Spitzenspiel in Schwerin. Es ist das große Verfolgerduell in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Der deutsche Meister SSC Palenberg Schwerin empfängt den Dresdner SC, der Tabellenzweite misst sich mit dem Dritten. In der Hinrunde siegte Schwerin mit 3:1 in Dresden, jetzt hofft das Team auch vor eigenem Publikum zu bestehen und somit seine gute Ausgangsposition im Kampf um die Playoff-Plätze zu bewahren. Volleyball, Frauen-Bundesliga, SSC Palenberg Schwerin, Dresdner SC ab 18.25 Uhr live auf Sport 1 im Free-TV und im Stream fand Alkan Pfiff für den Kult-Talk auf Sport 1. Hier sind die Fans live auf Sendung. Auch in dieser Saison hat der Fan-Talk wieder namhafte und interessante Runden mit Experten, Prominenten und Sportjournalisten zu bieten, die über die zeitgleich laufenden Partien der UEFA Champions League diskutieren. Fantok ab 20.45 Uhr live auf Sport 1 im Free-TV und Stream. Bundesliga aktuell. Bundesliga aktuell präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Dazu bietet das Magazin Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Bundesliga aktuell ab 23.15 Uhr live auf Sport 1 im Free-TV und Stream. Videoschmankerl, das sah böse aus. PSG-Star Angelday Maria knallt im Spiel bei Manchester United nach einem Bodycheck an die Metallumzäunung am Spielfeldrand. Im Fantok stellen Giovanni Zarella und Olaf Thon die Szene sehenswert nach.